Nach langem, beschwerlichem Aufstieg erreichen wir nun endlich den letzten Aussichtspunkt. Um unseren letzten Blick über Rom zu schweifen und zu sagen, der Bordscheibenfluss ist nicht mehr. Nur noch wir, die Assassinen, regieren. Au. Ich hab meinen Rücken gebrochen. Na egal. Leute, wie ihr seht, ich habe schon wieder früher reingeschnitten, nachdem ich den ersten Aussichtspunkt hatte. Ich habe doch nicht so viel gemacht im Offplay. Dafür wird es jetzt, wie schon gesagt, Romulus Action und so weiter geben. Wir gehen jetzt auch schnell zu dem Tunneleingang hier, um den A zu renovieren und B zu renovieren. Habe auch gerade ganz genial mal die beiden Assassinen genutzt, um und wozu nutzt man die denn? Um mir Stress vom Hals zu halten. So, das renovieren wir. Damit haben wir Tunneleingang Nummer X von X Y Z gemacht. Keine Ahnung. Sollte gleich eingeblendet werden. Es ist Tunneleingang Nummer 17 von 18. Gut, da interagieren wir jetzt mit. Und das Romulus Grab war ungefähr in dem Bereich. Ja, den da drüber hätte ich gerne. Den da. Und weiter geht's. Ah, das ist dieser hier. Wir brauchen... Ist das der richtige gewesen oder war das der richtige Einstiegspunkt? Ah, das hat er mir sogar angezeigt gehabt und ich habe mich gewundert, hä? Habe ich das schon geholt? So, Eingang gefunden. Und ist sogar eine Kiste, das ist schön. So, dann machen wir mal wieder ein Romulus-Grab. Das jetzt eigentlich offiziell vorletzte, wenn ich mich nicht ganz irre. Im letzten Part habe ich gedacht, das wäre das letzte, was wir gemacht haben und wir könnten uns jetzt die Rüstung holen, aber nö. Was ich aber noch kurz nachgucken würde gerne. Datenbank. Hier. Das ist die Brutus-Rüstung. Das ist Brief 1. Die erste Versammlung ist beendet. Vertraut lieber aus der Scherne, das Ego. Ja, Kleopatra wurde als Hure bezeichnet. Das ist toll. Also ihr dürft das selbst lesen, ich lese mir selbst nur genau durch, weil ich noch nie mehr durchgelesen habe. Wir werden uns... Ah, er zieht seine Toga zu einer Kapuze hoch. Ah. Oh, das hätten wir jetzt schon auf 5, 3. Uns fehlt die 4. Haben die hier noch irgendwo eine Bilddatei? Nein. Also wir fassen zusammen. Hier sehen wir die Familienrüstung. Hier sehen wir die Familiendolch. Wir kriegen insgesamt in diesem Spiel nicht nur eine Rüstung, sondern gleichzeitig noch den besten Dolch im Spiel durch diese Mission. Deswegen sind es auch, na.
deswegen lohnt sich das alles noch mehr zu machen. Denn Familiendolch, alles von Brutus. Oh. Muss nur sagen, aber. Man kann sagen, was man will, aber Ebenholz ist die geilste Färbung, die man in Assassin's Creed bekommen kann. Im ersten und zweiten Teil. Ob man im dritten Teil sich wieder färben kann, das weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Ah ja, und anscheinend gibt es in diesem Bereich hier sogar Wachen, die gegen uns sind und so weiter und uns dann töten wollen. Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bene, die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Assassino! Ruft eure Anhänger! Oh nee. Oh nee, 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 ich hab schon verkackt beim Anfang. Der Assassine muss sterben. Romulus befiehlt es. Er darf nicht die Oberhand gewinnen. Liefert ihn Romulus aus. Wir wissen noch nicht mal, was Romulus ist. Tötet ihn! Was ich mit dem Romulus-Schlüssel anstellen soll. Man hätte schon längst die Brutus-Rüstung. Könnte irgendwas gegen mich ausrichten, aber anscheinend hat er sowas zu tun. Also. Ja, und zwar der Glauben ans Sterben. Ihr müsst meine Philosophie teilen. Was sagen wir zu Tod, wenn er kommt? Not today! Vergießt sein Blut! Woher kommt ihr schon? Das nennt man römische Diplomatie! Packt ihn! Da! Ja, das wird wahrscheinlich zum Desengrund führen, weil wir es nicht schaffen, diese Romulus-Anhänger zu besiegen, bevor. Oder? Doch. Sieht noch gut aus, Der wartet auf uns, das ist nett von ihm. Ich kenne diesen Bau. Ihr fangt mich nicht. Ich sehe ihn! Ruf das Rudel zusammen! Verdammt! Du entkommst! Er kommt! Macht euch bereit! Diesen Dolch fangt ihr nicht! So wartet doch! Hilf dir selbst! Hallo? Wir fassen zusammen, sie sind feige, wenn sie alleine sind und kaum sind sie zu mehreren. Sind sie Dosenfresser. Ach, geht doch! Kettenattentat. Oder Kettenkill. Ah, ich habe einen Weg gefunden. Einfach da hoch. Bisschen schneller als normal.
Dann haben wir jetzt noch das. Und dann müssen wir jetzt weiter gucken, wo wir zu müssen. Wäre das jetzt Prince of Persia, würde ich jetzt einfach einen Wallrun machen. Schade. Na gut, jetzt schaffen wir es auch. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass man in Assassin's Creed keine Montur über Uplift freischalten kann, die dann zusammenhängend mit Prince of Persia agiert. Die sind ja irgendwie cool. Die gehen da rum, suchen alle nach Ezio und dann plötzlich. Sagen, in Prince of Persia gibt es nicht immer diese tollen Möglichkeiten, sich die Rüstungen und die, das Aussehen von den Assassinen sich sozusagen freizuschalten. Dass sowas es nicht gibt in Assassin's Creed für Prince of Persia Sachen, also man sozusagen beidseitiges erwähnt hat. Nein, das muss auch nicht sein. Fände ich echt schade, weil ich würde echt gerne mal einfach so ein Gaudi einfach Assassin's Creed mit Prince of Persia Rüstung spielen. Ich sehe ihn! Das sähe bestimmt lustig aus. Da muss einen weit entfernten Laden. Ein Problem ist ja immer noch, dass irgendwie die ganze Zeit. So, im Vergleich zu mir und Romulus-Anhängern, ich kann schwimmen. Naht, Assassine. Besänftigt, Romulus. Tötet ihn. Pussy, komm runter. Ja, beim einfachen nur rumklettern nicht mehr als eins. Schreibt doch gleich keins hin. Sobald du runterfällst, verlierst du mehr als eins. Ja.
ich irgendwie auch extrem lustig finde, der Punkt. Es gibt den Romulus-Dolch. Der ist... Da steht sogar Romulus dran. Was für Dolche nutzen die also? Genau, alle möglichen. Nur keine Romulus-Dolche. Und wenn ihr Romulus unbedingt besänftigen wollt, dann nutzt bitte die Dolche von ihm. Und ratet mal, wer die Dolche von Romulus benutzt. Genau, die Borgia. Habt ihr diese Lügen von euren Borgia-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit. Du bist es, der Lügen verbreitet. Das sagt die Person mit der Stimme. Gebt mir das Chiffrierblatt. Ich geb dir nur eins, den Tod. Du bist ein Zeitwurst. Haltet ihn! Das ist ein besserer Rumbus. Der ist nicht ganz so einfach zu kriegen. Also, da muss man ein bisschen mehr in die Eier treten, damit der irgendwann sterben wird. Tut. Sterben tut wird, was auch immer. Einfach sterben. Komm. Ich krieg's auch ein Leckerli, wenn du stirbst. Danke. Dann plündern wir ihn noch. Vielleicht hat er irgendwas Besonderes wie. Irgendwas. Nee, das ist einfach nur Deko. Wie kommt man da am besten hoch? Na, schade, wenn nicht übers Feuer gehen. Ah, da. War irgendwie aber auch klar. Dass wieder so ein richtig schönes Kletteräckchen kommt, wo man dann so richtig schön rumklettern muss. Aber naja. Somit fehlt uns noch genau ein einziges Romulus-Grab. Dann haben wir ihn zusammen. Oh. Da ist noch eine Kiste. Ah, jetzt haben wir die vierte. Moment, die schauen wir uns gleich an. Ja, das sind irgendwie Leute, die irgendwie wahnsinnig werden. Wir sehen, wie viel Geld wir haben. Weil es jetzt mehr wird. Klempner. Ja. Schreib doch gleich Mario hin. It's a me, Mario. So. Dann würde ich sagen, Leute, wir schauen jetzt so schnell, ob das nächste Romulus-Grab auch schon erreichbar ist für uns. Wenn ja, könnt ihr euch denken, was passiert, ne?
Weil wenn ja, werden wir jetzt noch ein bisschen... naja, das nächste Rumlos-Grab machen halt. Aber allem Anschein nach, nein. Schade. Oder ist es hier drunter irgendwo versteckt? Oder kann man irgendwie... Kann man Filter machen? Ja, machen wir mal aus. Strategische Markierungen aus. Rom. Machen wir aus. Ökonomie. Mal aus. Sekundäre Erinnerung. Alle mal aus. Außer für... Ja, das ist die Karte. So brauchen wir die. Nicht ganz, aber auch ein auf der Karte. Noch... Ökonomie den Rest. Und Tunneleingänge. Und ansonsten... Beschädigte Aquädukt brauchen wir noch und die Wahrzeichen. Ansonsten Rest brauchen wir nicht. Ich kann jetzt gerade Sachen, wenn wir sie nötig haben. Und hier... So, so lassen wir die Karte jetzt. Die ist viel, viel überschaulicher als 50 Millionen Sachen. Na ja, Leute, wir sehen uns jetzt offiziell im nächsten Part wieder. Wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, bis dahin. Tschüss, tschüss, Leute, und viel Spaß noch bei was auch immer.